Wollten Sie schon immer wissen, was Ihre Erbstücke, Dachbodenfunde oder Flohmarktschnäppchen tatsächlich wert sind? Wir verraten es Ihnen live in Hallo Hessen. Jeden Freitag bewerten wir Ihre Kostbarkeiten. Bewerben Sie sich bei uns mit Fotos von Ihren Schätzen. Alle Informationen dazu finden Sie auf www.hallohessen.hr.de. Und beworben hat sich bei uns auch unsere Zuschauerin Ines Hauen aus Schwalbach. Toll, dass Sie da sind. Und Sie haben uns dieses wunderschöne Silberservi mitgebracht. Unser Auktionator Thomas Kreiner aus Bad Homburg, Sie werden sich das jetzt gleich mal ein bisschen genauer anschauen. Sie haben sich aber auch im Laufe Ihrer Karriere spezialisiert auf Online-Geschäfte, Internetgeschäfte. Aber jetzt gucken wir erst mal, was Sie uns mitgebracht haben, Frau Hauen. Genau. Sieht schon mal sehr schön aus. Ja, ich liebe es auch. Ich kann allerdings zu diesem Silberservice nicht allzu viel sagen. Ich habe das geerbt von meiner Schwiegermutter. Und zwar 1992 kam das dann zu uns, also jetzt 25 Jahre bei uns in Schwalbach. Und vorher bei meiner Schwiegermutter. Und sie war in den Vereinigten Staaten zu Besuch und hat es dort Ende der 70er Jahre mitgebracht. Mehr weiß ich nicht. Wo steht das bei Ihnen zu Hause? Auf meinem wunderschönen alten Straßburger Schrank. Im Wohnzimmer? Natürlich. Also sieht es jeder, der Sie besucht. Aber klar. Das darf man auch nicht verstecken und es steht natürlich alles beisammen. Und haben Sie schon mal so ein bisschen Nachforschung betrieben, mal unten auf den Deckel geguckt, mal unten rein, ob da irgendwas draufsteht? Selbstverständlich. Ich habe schon mal auch so ein Teil genommen und herumgedreht. Ja. Und dann sieht man viele Stempel, Gravuren, alles Mögliche. Und ich habe natürlich auch schon mal im Internet geforscht, aber bin dann doch nicht weiter vorgedrungen und denke mir, dass ich heute da ganz viel Auskunft erhalte wahrscheinlich. Darf ich das mal den Zuschauern zeigen? Aber vielleicht hat ja der eine oder andere auch sowas zu Hause und kann sich jetzt hier an diesen Symbolen, an den Stempeln, ich gebe mir Mühe, dass es nicht spiegelt, so schon mal orientieren. Herr Kreiner, Sie haben wahrscheinlich schon viele Antworten auf die Fragen, die ich eben gestellt habe. Schießen Sie los. Ja, wir haben natürlich jede Menge Informationen zusammengetragen. Was bei diesen Silberobjekten immer sehr wichtig ist, wie Sie jetzt schon gerade erklärt haben, ist der Boden. Da befinden sich also Hinweise und wir gehen dann also gemeinsam mit unseren Kunden vor wie Detektive. Das heißt, wir versuchen dann nach und nach Informationen herauszufinden. Und jetzt bei diesem Service ist schon mal das Interessante, dass da ein Schriftzug sich befindet mit dem Namen Elkington. Und das ist also der Hersteller. Das haben Sie ja auch schon gut herausgefunden. Und über diesen Hersteller findet man im Internet jede Menge Informationen. Eine interessante zum Beispiel, dieser Hersteller hat für die Titanic das Besteck entworfen. Das ist ja schon mal ganz interessant. Da hält man ja mal die Luft an. Richtig. Ja. Und wenn man das weiß, kann man also weiter recherchieren und die Punzen deuten. Also unten sind, wie Sie schon gesagt haben, jede Menge Zeichen, die man Punzen nennt. Und anhand dieser Punzen können Sie also das Alter eingrenzen. Das haben wir also auch getan. Wir sehen jetzt hier also auch, glaube ich, gerade diese Punzen, die also sich auch hier unten befinden. Und Sie können jetzt also anhand dieser Punzen schon mal das Herstellungsjahr eingrenzen. Nämlich? Nämlich der Buchstabe N, der für das Jahr 1874 steht. Und durch diesen Buchstaben haben wir haargenau das Jahr herausgefunden und wissen also schon mal so viel. Toll. Und dann befindet sich noch eine weitere Punze, eine rautenförmige Punze auf diesem Service. Und die gibt uns jetzt Aufschluss über das Material. Und ganz oben auf dieser Punze befindet sich eine 1. Die steht für das Material Metall. Und dieses Metall wurde versilbert. Diese Elkingtons sind nämlich auch gleichzeitig die Erfinder des Versilberns. Das kann man also auch alles wunderbar im Internet recherchieren. So machen wir das auch immer sehr gerne gemeinsam mit unseren Kunden. Und auch hier habe ich jetzt wieder sehr viele Informationen, die ich natürlich jetzt nicht alle wiedergeben kann, aber die ich Ihnen dann sehr gerne mitgebe und Sie können dann in Ruhe das alles nochmal nachlesen. Oh, ja. Also war Amerika das Ursprungsland? Also die Firma Elkington, die ist aus England, aus Birmingham genauer gesagt. Mhm. Und dort haben die also produziert und sind also auch sehr, sehr bekannt. Ja, da fragt man sich, wie ist es nach Amerika gekommen, ne? Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, wenn man hier vorne schaut, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Indianerschmuck. Ah ja, Sie haben recht, vielleicht das zeigen damit wir mal. Was zu tun, dass das hängt in Amerika das war? Könnte möglicherweise sein, aber das kann man jetzt also nicht genau herausfinden. Das war nur so mal meine Idee. Da genaueres dazu zu sagen. So, jetzt werden wir mal ein bisschen konkreter.
Sie wollen ganz sicher wissen, Frau Hauen, wie wertvoll ist das denn eigentlich? Für Sie natürlich unbezahlbar, klar. Ja. Sie hegen und pflegen es, hat auch eine exponierten Platz bei Ihnen zu Hause. Aber wir können sagen, wie viel es wert ist, oder? Ja, also dadurch, dass es jetzt natürlich kein echtes Silber ist, sondern versilbert, ist der Wert natürlich nicht extrem hoch. Aber man kann also durchaus jetzt mal von 400 bis 600 Euro ausgehen, die man da jetzt aufrufen könnte in einer Auktion. Wir empfehlen dann meistens eine Online-Auktion, weil man da entsprechend mehr Kunden erreichen kann. Also Sie können dann wirklich auch Menschen in England erreichen, die also sicherlich Sammler für diese Marke sind. Ja. Aber ich denke mir, Sie wollen es nicht verkaufen und da kann ich Sie nur unterstützen, denn das ist so dekorativ. Das gehört auf diesen Schrank. Auch nicht verkaufen. Das finde ich gut, dass Sie, dass Sie sich vom Geld nicht locken lassen. Nein. Warum auch? Nein. Schön, gefällt mir. Dazu hänge ich zu sehr dran. Ja.